Hallo ihr Lieben, nachdem ich mich heute bei diesem Thema schon auf Twitter ausgetobt habe, hier jetzt auch nochmal als Video, warum Frank Ferrelli besser ist als Sokrates. Man kann das vielleicht so angehen, dass man sagt, also Philosophen an sich sind eine Unterform dessen, was eben Adam Grant den Disagreeable Giver nennt, also derjenige, der uns die Leviten liest, der uns unangenehme Dinge sagt, die aber gesagt werden müssen. Das ist eine Rolle, die Philosophen, aber eben nicht nur Philosophen, gerne für sich in Anspruch nehmen und die aber auch, das aber auch jenseits von Philosophie auf ein generelles menschliches Problem hinweist, nämlich, wenn wir uns Dinge zu sagen haben, wo wir vorher wissen und wo es vielleicht auch gar nicht vermeidlich ist, dass sie für den anderen unangenehm sind, ja, also in dem Bereich, in die Kategorie des nicht gerne bekömmlichen, nicht gut bekömmlichen oder nicht unmittelbar bekömmlichen fallen, wie machen wir das dann? Und aus meiner Sicht, als jemand, der Philosophie studiert hat und also relativ tief mal drin gesteckt hat in der Philosophiegeschichte, ist mein persönlicher Eindruck, die Philosophie hat dieses Problem nie lösen können. Also sozusagen nicht einzelne Philosophen, sondern die Form Philosophie an sich hat das nie lösen können. Also es ist kein Zufall, dass Sokrates irgendwann hingerichtet wurde. Es ist natürlich sehr salopp ausgedrückt und natürlich auch eine leichte Geschichtsfälschung, das sozusagen. Aber ich sage es mal trotzdem so, Sokrates ist seinen Mitbürgern so beständig auf die Eier gegangen, dass seine Verurteilungen zum Tode alles andere als wundersam sind. Dieser Philosophentod, der da ganz am Anfang der Philosophiegeschichte steht, zumindest der abendländisch-europäischen, ist eben ein Zeichen, über das man nachdenken sollte. Ja, also wie kann man denn nicht zum Nicht-Märtyrer werden, ja, außer man möchte sich wie Sokrates zu einem überzeitlichen Symbol machen, für wie viel Unrecht einem getan worden ist. Das ist eine Form, über die sich zum Beispiel dann Dostojewski sehr lustig gemacht hat. Aber das nur am Rande. Also, wie kann man das machen, also dass man sozusagen nicht zum Märtyrer wird, ohne dass, obwohl man dem anderen Dinge sagt, die der andere nicht hören möchte? Und kurz gesagt, hat spätestens Frank Ferrelli die Antwort auf diese Frage gefunden. Weil Frank Ferrelli war sicher auch ein Disagreeable Giver. Aber er war ein Disagreeable Giver, dem das nicht passiert ist, was Philosophen seit Sokrates regelmäßig passiert, nämlich, dass sie sozusagen den anderen so sehr anpissen, dass der andere gar nicht mehr zuhört und in die Gegenaggression geht. Bei Frank Ferrelli ist es so, der will sogar die Gegenaggression, weil sie produktiv und konstruktiv für den Prozess ist. Und wenn man also eine Trennlinie ziehen will, was unterscheidet denn eigentlich Frank Ferrelli von der Philosophie, also rein technisch, rein vom Vorgehen her, und Frank Ferrelli ist hier natürlich auch nur ein Symbol, es geht nicht um Frank Ferrelli, es geht überhaupt nicht um Personen, es geht um Techniken, um Formen, ja, es geht um überlegene Technik des Aufeinandereinwirkens. Und die überlegene Technik des Aufeinandereinwirkens hat bei Frank Ferrelli einen Unterschied zur Philosophie und zu dem, was Philosophen seit Jahrtausenden tun, nämlich Frank Ferrelli war ein Empath, er ist empathisch vorgegangen und das tun Philosophen nicht. Ja, das ist der große, große Unterschied. Die Gemeinsamkeit zwischen beiden ist, beide sind nicht nett. Philosophen sind in der Regel nicht nett. Ja, ich weiß nicht, ob ihr vielen schon begegnet seid. Ich bin in meinem Leben sehr vielen Philosophen begegnet und sie haben unter anderem, neben noch vielem anderen, die Gemeinsamkeit, dass es keine netten Menschen sind. Ja, also nette Philosophen gibt es so gut wie nicht und die, die nett sind, sind sehr fragwürdig, muss man sagen. Also es gibt sie, also auch im Fach Philosophie gibt es ab und zu nette Menschen. Das sind häufig sehr uninteressante Philosophen. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist leider der Fall. So, also auch ein Beispiel für fehlende Nettigkeit unter Philosophen. Also ich habe das auch mal in einem Video, das habe ich genannt, die Republik der Philosophen beschrieben. Die erbarmungslosesten Kriege, die überhaupt geführt werden auf Erden, werden zwischen Philosophen geführt. Philosophen sind alles andere als weise oder umgänglich. Und das ist auch kein großes Manko, weil Frank Ferrelli ist auch nicht nett. Aber er ist empathisch. Und dort sieht man sehr deutlich den Unterschied bei Frank Ferrelli zwischen, was es heißt, nett zu sein, was empathisch zu sein, denn die fehlende Nettigkeit teilt er mit allen Philosophen der Welt. Den Mangel an Empathie, den alle Philosophen der Welt an den Tag legen, teilt Frank Ferrelli nicht. Und deswegen ist Frank Ferrelli einen friedlichen Tod gestorben und ist trotz der unglaublichen Gefühle, die er bei anderen Menschen ausgelöst hat, nicht an die Wand genagelt worden oder geköpft worden oder umgebracht worden. Das ist bei dem, was Frank Ferrelli getan hat, wenn man es nicht kennt, also es gibt Videos dazu, wo man sieht, wie er coacht und therapiert, das ist ja ein Rätsel, wie das so sein kann. Ne? Und wenn man aber sich dann näher mit der provokativen Methode auseinandergesetzt hat, dann versteht man das, warum das so ist. Und man versteht dann auch rückblickend, was die Philosophen all die Jahrhunderte und Jahrtausende nicht verstanden haben. Und dann gibt es noch einen interessanten zweiten Aspekt an dieser Thematik. Und der zweite Aspekt ist folgendes. Es gibt bei Christian Meyer in diesem schönen Buch hier, das ich immer wieder verlinke und auf das ich immer wieder verweise, die Entstehung des Politischen bei den Griechen, eine Stelle, die ich jetzt
Ich habe eine Stunde gesucht, nicht mehr gefunden, aber ich weiß, die ist da. Es gibt eine interessante Stelle in dem Buch, wo er Folgendes sagt. Er sagt, der große, große Unterschied, den wir finden in der griechischen Welt zu so gut wie allen Kulturen vor und nach einer ganz bestimmten Phase im antiken Griechenland, ist, dass die Reformer des antiken Griechenlands, also Leute wie Solon und Kleisthenes, einen Resonanzraum vorgefunden haben, auf den sie einwirken konnten. Ein Resonanzraum, der zum Beispiel den israelitischen Propheten gefehlt habe. Und auch eben nicht nur den israelitischen Propheten, genauso wie den Philosophen, die eben nach der Demokratie kamen. Wir sehen, dass sozusagen die gute Art, mittels Sprache auf Menschen einzuwirken, eine generelle Gemeinsamkeit hat. Sie braucht einen Resonanzraum, sie brauchen einen empathischen Resonanzraum, und gute Therapeuten wie Frank Frivelli stellen den im privaten Kontakt her, und im politischen Raum wird er eben durch Reformen hergestellt, die diesen Resonanzraum überhaupt erst herstellen, und das hat eben haben vor allem die kleisthenischen Reformen getan, die dann eben zur Demokratisierung Athens geführt haben. Also kurz gesagt, Politiker, die dann später kamen, wie zum Beispiel Themistokles oder Perikles, waren in Kontakt mit einem bestehenden, weil künstlich erzeugten und künstlich aufrechterhaltenen Resonanzraum, und das, was eben diesen Resonanzraum überhaupt erst hervorgebracht, erzeugt und erhalten hat, war eben Demokratie, aber eben in ihrer antiken Form. Weil das war ein Beziehungsgeschehen, das war ein Resonanzgeschehen, und unter diesen Bedingungen sind wir Menschen in der Lage, uns harte, heftige und kontroverse Dinge zu sagen, ohne dass der andere in die Position geht, selber blöd, oder indem der andere das missinterpretiert als Anspruch auf Herrschaft. Nach der Devise, du willst mich nur fremdbestimmen, du willst mich nur regieren, du willst mich nur beherrschen, du willst mich nur bevormunden, und deswegen gehe ich jetzt in die Gegenaggression, also fast in eine trotzige Kindhaltung. Und diese Form konnte vermieden werden in Attika eben über die demokratischen Institutionen. Das ist also sozusagen die gesellschaftliche Lösung für das, was wir auf privater, persönlicher Ebene finden, in mancher guter Partnerschaft, in mancher guter Freundschaft, unter manchen guten Kollegen und auch in guten Coachings und guten Therapieprozessen. Überall dort, wo wir mittels Sprache heftige, emotional aufgeladene Themen miteinander verhandeln, und es geht gut, es zerschießt uns nicht unser Verhältnis, unsere Beziehung. Wir können uns hinterher noch in die Augen schauen und finden uns eigentlich nach dem Prozess noch geiler, als wir uns vorher gefunden haben, also nach durchlebtem Konflikt. Überall dort gibt es diese Resonanz. Und die große, große Entdeckung der Griechen war, dass man diesen Resonanzraum zwischen sehr vielen Menschen erzeugen kann und dass man ihn systematisch, technisch herstellen kann. Und die Technik hat eben einen Namen. Sie lautet Politik und Demokratie, aber nicht so, wie wir sie missverstanden haben in der Moderne. Die Moderne sitzt auf einem Riesenmissverständnis dessen, was sie für Politik und Demokratie hält, die also die zentralen Erkenntnisse, die man in der Antike gewonnen hat, entlang eben der Entwicklung von Solon zu Kleisthenes, einfach ausgeblendet hat oder wieder vergessen hat. Und das hat sehr viel damit zu tun, wiederum mit Philosophie. Also kurz gesagt, Platon und Aristoteles haben uns den Weg dahin verstellt. Also die Vorurteile, die heute gegenüber Demokratie herrschen, haben sehr viel damit zu tun, dass das Abendland, das Europa, die Vorurteile über Demokratie von Platon und Aristoteles geschluckt haben. Und man kann also kurz und knapp sagen, das ist auch ein bisschen ungerecht, aber es ist nicht ganz zu treffen, aber überspitzt gesagt, so gut wie alles, was Platon und Aristoteles über die attische Demokratie erzählt haben, ist unwahr, ist falsch, sachlich falsch. Und es geht also darum, das zu rekonstruieren, was da eigentlich passiert ist. Und das lässt sich zum Beispiel eben mit dem Begriff der Resonanz oder der Empathie, obwohl von den Griechen selber nicht genutzt und vielleicht auch teilweise sogar unbewusst, dass das eben dort gegeben war. Und wir sehen, dass eben Vergleichbares heute eher in privaten Beziehungen oder eben auf gelosten Bürgerräten. Wir sehen, dass dort Resonanzräume entstehen, in denen es völlig unproblematisch ist, einander hochkontroverse, hochkonflikthafte, hochemotional geladene Dinge zu sagen, die in allen anderen Verhältnissen sofort zu einer Eskalation führen würden oder zu einem Kontaktabbruch, zu einem Beziehungsabbruch, aber die es dort nicht tun. Und warum tun sie es nicht? Weil der Resonanzraum das trägt. Weil der Resonanzraum dafür sorgt, die Verbundenheit dafür sorgt, dass wir das aushalten überhaupt, dass wir es kurz gesagt nicht so im Stress nicht eskalieren. Es ist sozusagen eigentlich eine Technik, wenn man jetzt hirnphysiologisch reden will, die man nennen könnte kollektives Calming the Amygdala. Also die Amygdala wird beruhigt, aber sie wird durch einen kollektiven Prozess beruhigt, durch einen gemeinschaftlichen Prozess, der eben dann deswegen, genau deswegen, weil es diesen Beruhigungsaspekt hat, diese hochemotionalen Themen überhaupt tragen kann, ohne dass jetzt etwas unterdrückt werden muss oder verschwiegen werden muss oder ohne dass über bestimmte Themen eben nicht geredet werden kann, eben aus Konfliktvermeidung, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass in allen anderen Verhältnissen das immer sofort eskaliert. Und naja, was machen Menschen dann? Sie sind klug, sie ziehen ihre Schlüsse daraus, dann fangen sie an, über bestimmte Themen gar nicht mehr zu reden, aus Angst, dass es eskaliert. Diese Vermeidung
ist in guten Therapien nicht nötig, wie zum Beispiel, aber nicht nur, Frank Ferrelli gezeigt hat. Aber sie ist auch in ganzen Gesellschaften nicht nötig, wie Solon und Kleisten es gezeigt haben, wie die ganze attische Demokratie gezeigt hat. Die attische Demokratie war eine Gemeinschaft, die in der Lage war, die heftigsten der heftigen Themen versöhnlich und gemeinschaftlich und verträglich zu verhandeln. Die aufgeladensten Themen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ohne, dass es darüber dieses Beziehungsaspekt, dieses Verhältnisaspekt zerschossen hätte zwischen den Bürgern selber. Und das ist etwas, was wir heute dringend brauchen. Und insofern kann man nur sagen, wir können sehr viel lernen von heutigen guten Therapeuten, und zwar für Politik. Und wir können genauso gut sehr viel lernen von der attischen Demokratie, die beide diesen Resonanzraum erstmal hergestellt haben, bevor sie dann anfingen, heftige Themen zu verhandeln. Von wem wir nichts lernen können darüber, sind die Philosophen unserer eigenen Tradition. Die haben das auch nicht gewusst. Und auch heutige Leute, die rumlaufen und sich Philosophen schimpfen, also Leute wie ich, wissen das auch nicht. Ja? Also sie machen es, also kurz gesagt, falsch, und auch ich mache es die ganze Zeit immer wieder falsch, aus alter, schlechter philosophischer Gewohnheit. Und also Philosophie ist eine sichere Nummer, wenn du deine Beziehung zerstören willst. Also dieses Gescheithaferltum und Besserwissertum und ich sag dir mal Bescheid und ich erkläre dir mal die Welt, ist, wenn sie mit Macht vermischt wird, automatisch ein absoluter Beziehungskiller, und zwar absolut zuverlässig. Das ist aber genau das, was Philosophen die ganze Zeit machen. In völliger Verkennung von sozialpsychologischen Prozessen und auch völliger Verkennung dessen, wie der einzelne Mensch psychologisch so aufgebaut ist, was wir da heute mittlerweile drüber wissen, tatsächlich teilweise aus der Neurowissenschaft und aus der Hirnforschung. Die sagt uns viel darüber, was wir beachten müssen, wenn wir gut miteinander Politik machen wollen. Wenn wir es nicht beachten, dürfen wir uns halt nicht wundern, dass unsere Politik so kacke ist. Und dass wir entweder in die Vermeidung und Unterdrückung gehen oder dass wir eben offen eskalieren und uns dann wundern, warum es eskaliert. Ja, okay. Das kann man mittlerweile wissen, wenn man es denn wissen will. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass wir die Demokratie losen müssen, um überhaupt miteinander in Kontakt zu kommen, um diesen Resonanzraum zwischen uns aufzuspannen.